Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren hier und zu Hause. Ich möchte zunächst zwei Sätze verlieren zur Frau Kollegin Freimuth. Wenn Sie sich den Einzelplan 2 so genau angesehen haben und so viele Punkte gefunden haben, wo man was verbessern kann, dann freuen wir uns ja zur dritten Lesung hoffentlich auf viele Änderungsanträge, die Sie in dem Bereich stellen. Bis jetzt habe ich da leider noch nichts zu gehört. Heute ist also wieder Murmeltiertag. Wir sehen die gleichen Anträge der CDU wie im letzten Jahr zum Thema Mehrlingsgeburten und zum Thema Tatkrafttage. Da geht es auch noch um Rettungsmedaillen bei den Mehrlingsgeburten, aber gut. Bei dem einen sogar mit der wortgleichen Begründung. Der Herr Tönz hat da schon vieles zu gesagt. Ich möchte noch eins ergänzen. Wo kommen die Mehrlingsgeburten vor? In erhöhtem Maße, das ist da, wo künstliche Befruchtung vorgenommen wird. Wer kann sich das leisten? Die Leute, die eh schon Geld haben. Und denen schmeißen wir noch Geld hinterher. Was die Bedürftigen angeht, haben wir ja gerade schon vom Herrn Tönz was zugehört. Die Ministerpräsidenten dieses Landes haben schon immer Öffentlichkeitsarbeit gemacht und haben schon immer Touren gemacht. Ich finde, dass die Forderung nach der Einstellung der Tatkrafttage nichts anderes als ein Feigenblatt ist. Denn, und auch da hat Herr Tönz schon darauf hingewiesen, wenn Sie tatsächlich die Tatkrafttage für nicht verfassungsgemäß halten, da wird Wahlkampf gemacht mit Geldern, die eigentlich dem Landtag zustehen, na, dann gehen Sie doch bitte vor Gericht und klagen Sie das ein. Ich zitiere noch zum Schluss aus dem Hauptausschussprotokoll. Da sagt Herr Thorsten Sommer von den Piraten, er schlägt zur Glättung der Wogen vor, dass an Tatkrafttagen künftig ein Vertreter jeder Fraktion teilnehmen soll, damit alle politischen Kräfte davon profitieren könnten. Das ist ein Zitat aus dem letzten Haushaltsjahr. Nicht viel Neues dieses Jahr also. Ich könnte hätte meine Rede vom letzten Jahr auch recyceln können. Aber die CDU recycelt ja ihre Anträge. Und von daher in diesem Teilbereich A können wir dem Einzelplan zustimmen. Vielen Dank.